Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Live the Life. Heute haben wir die Partie der Baykomo Draka gegen die Kuten Eyes und es ist soweit, die Finalrunde steht an. Ich habe mich mal eingelesen, denn so gut kannte ich mich jetzt in der WHL, Q, J, M, H, L und was weiß ich nicht alles noch aus. Und es ist folgendes, wir haben jetzt vier Mannschaften in der Tabelle, das haben wir im letzten Spiel gesehen. Oder nach dem letzten Spiel und es ist so, jede Mannschaft spielt jetzt gegen jedes Team einmal. Heißt also, wir haben jetzt noch drei Spiele und der Bestplatzierte aus dieser Tabelle zieht direkt ins Finale ein. Heißt, der ist dann platziert im Finale. Der Zweitplatzierte zieht direkt ins Halbfinale ein. Heißt, der steht auf jeden Fall schon mal im Halbfinale. Und der Dritt- und der Viertplatzierte, die spielen im Viertelfinale dann quasi um den Halbfinaleinzug. Im Halbfinale wird ums Finale gespielt und im großen Finale spielt man dann im Endeffekt um den Memorial Cup. So sieht es nämlich jetzt aus, die nächsten drei Spiele. Und um zu gewerkstelligen, dass wir hier eine gute Ausgangsposition haben, wollen wir natürlich die drei Spiele gewinnen, wollen am Ende Erster sein, um dann auf jeden Fall im Finale zu sein. Und heute haben wir den Gegner der QJMHL, die Komo Draka. So, das ist also erstmals eine Mannschaft, die nicht bei uns in der Liga ist. Und das heißt also für uns, vorsichtig agieren, wir kennen sie nicht. Wir haben absolut keine Ahnung, aber dennoch, oh, 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 Girard, wollen wir natürlich hier am Ende siegen. Es ist nicht schlimm, wenn wir verlieren. Aber je schlechter wir am Ende in der Tabelle stehen, umso mehr Spiele brauchen wir noch. Und das ist natürlich misslich. Dementsprechend hoffen wir mal, wer kriegt eine Strafe, ich aber nicht. Oh, 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 jetzt flutscht der rein, wenn der ein bisschen schneller wäre. Ich war es nicht, also ich kann persönlich nicht von der Strafe betroffen sein. Und wir sind so weit gekommen, liebe Freunde. Achtung! Und dann sollte es doch jetzt möglich sein, dass wir auch noch den Rest schaffen, oder? Das wäre so ein großer Traum. Die Nummer 53, Richardson, muss vom Eis. Hier sehen wir es. Oh ja, kann man gegen Behinderung jetzt sein. So ist es. Austin Richardson, hier sehen wir ihn, den Memorial Cup. Es ist die große Finalrunde. Überzahlspiel für die Baykomo oder... Boah, ich weiß es gar nicht mehr, die Mannschaft... Wie auch immer, die Draka. Ich nenne sie die Draka. Die heißen auch Draka. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht wissen. Aber es ist eine interessante Konstellation, wie man das noch gemacht hat aus den verschiedenen Ligen. Dass man dann sagt, hier kommen die Besten, also die Gewinner der jeweiligen Ligen. Die stecken wir noch in eine Tabelle rein und machen hieraus nochmal hier ein großes Gedönsfest. Und ja, die Kutener Eis waren sogar 2011 wirklicher Memorial Cup-Sieger. Also hier, Hut ab. So, komm, 1,39 noch Unterzahl und Unterzahl. Habe ich ja schon mal gesagt, ist es für mich genauso eine Strafe, wenn ich selber draußen sitze. Wenn ich selber draußen sitze, dann läuft die Strafe sogar noch schneller ab. Weil so bin ich jetzt nur hier und habe keine Chance reinzukommen. So, vorsichtig, nicht gleich ein Gegentor. Weller bringt die Scheibe raus, hervorragend. So, 48 noch, komm schon, durchhalten. Nicht diesen Auftakt verlieren, wir haben uns so profiliert in unserer Liga. Wir waren in den Playoffs sehr gut, wir haben uns gesteigert. Und jetzt wollen wir das letzte Stückchen auch noch schaffen. Achtung! Das wäre so optimal. Aber wenn es nicht klappt... Oh, scheiße. Ah, 1-0 für die Draka. Powerplay-Tor. Ja, und das ist für uns jetzt natürlich das große Manko. Das müssen wir vermeiden. Oder kann er... Ah, hat eigentlich freie Sicht, der gute Mann. Oder? Ja, eigentlich hat er freie Sicht. Aber was soll's? Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist die Devise. Und dann wird das schon werden. Hoffentlich irgendwie. Komm schon, rechter Anschluss. Das wäre es jetzt gewesen. Aber nein. Okposo, Bokyu. Reinhard, komm jetzt, weg damit. Ja, nein.
So, ich gehe irgendwie mittig. Ja. Abfälschen, abfälschen oder dranbleiben. Aber nein. Bislang wird es nicht klappen. Dix Line 3, ich bin jetzt noch drin. Freund. Da ist niemand. Ach, Reinhard. Den habe ich aber jetzt nicht weggecheckt, oder? Das geht doch nicht. Kann ich meinen eigenen checken? Ja. Ich gehe gleich raus, wenn ich mal Luft zum Atmen habe. Oh, komm. Ich wollte den hinteren anspielen und der spielt jetzt den anderen an. Ah, misslich. Ja, nicht das 2:0, das wäre nicht gut. Ja, 1:0 für die Gastgeber aus Draka. Bei Como Draka 1:0 gegen die Kutena Ice. Interessantes Wikinger-Schiff, was wir da drauf haben. Aber es geht hier nicht um irgendwelche Logos, es geht hier nicht um irgendwelche Namen. Es geht am Ende ums Ergebnis. Und wenn wir jetzt schon ein Spiel verlieren, dann haben es die Draka schon in der eigenen Hand. Wenn sie nämlich die anderen beiden auch noch gewinnen, können wir gar nicht mehr rankommen. Wenn wir nämlich die anderen beiden dann zwar auch gewinnen, haben wir auch gegen die verloren. Und das sind die Punkte, die uns am Ende fehlen. Also anstrengend, Freunde der Nacht. Und yes, Mann! Nein, jetzt gibt er... Nein! Was machst du? Ah, hat den Torhüter behindert. Verdammt. Boah, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt sitze ich wieder 2 Minuten draußen. Tja, und so bringt das natürlich nichts. Boah, Skapski, schöner Save. Aber so bringt das absolut gar nichts. Not really, man. Na gut, wenn wir das verlieren, wie gesagt, die anderen beiden, dann sind wir zur Not vielleicht. Wir kommen auf jeden Fall weiter ins Viertelfinale. Also egal, wie wir hier spielen, wir können uns mal dran gewöhnen, wie die anderen so spielen, was sie so drauf haben. Und wir haben dann immer noch die Möglichkeit, selbst wenn wir jetzt hier alle 3 Spiele verlieren, aber man weiß natürlich, es ist nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man hier alles sofort verliert. Aber dennoch hat man die Möglichkeit, dann trotzdem den Memorial Cup zu holen. Dann muss man halt im Viertelfinale gewinnen, im Halbfinale und dann letztendlich im Finale, selbstverständlich. Südkopf. Ich schätze mal, das wird nicht ganz einfach. Die machen hier einen soliden Eindruck. Die Drakars. Reinhard, weg das Ding. Sehr schön. Kadoret. In die Scheibe raus. Und das ist gerade wie so eine Champions Hockey League bei den Kleinen. Das finde ich eigentlich gerade richtig geil. Echt ein interessanter Modus. Also ich habe mir das echt mal durchgelesen und habe gedacht, so, boah, geil eigentlich. Eigentlich voll richtig gemacht, ne? Da hat man dann die Chance. Man kann natürlich auch denken, es ist wieder zu viel, weil man hat erst die Playoffs, dann hat man das Finale aus der eigenen Liga, dann kommt man noch weiter, dann hat man Gruppenphase, dann hat man Viertelfinale, dann hat man Halbfinale und dann erst das Finale der Saison. Also da kann man auf der anderen Seite auch denken, sag mal, Freunde, habt ihr nichts zu tun? Aber es ist natürlich College und für die ist es natürlich genial. Man kann sich mit Leuten aus der anderen Liga messen, man kann Erfahrung sammeln und. Und dementsprechend vielleicht gar nicht so verkehrt. So, jetzt würde ich aber ganz genau. So, jetzt müssen wir mal irgendwas machen, wenn wir ab und an mal schon zu 5 spielen. Sollten wir erstmal einen Puck. Sehr gute Defensivarbeit. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und er macht's nicht. Das gibt's doch nicht. Ah. Aber das war auch die falsche Seite. Das war am Ende mit der Rückhand. Und da brauche ich eigentlich die Vorhand. Also ganz normaler Schuss. Dass er dann im Endeffekt klappt. Jetzt vielleicht. Oh, da werde ich dran gehindert. Wahnsinn. Geh doch hin. 7 Minuten noch im Mittelabschnitt. Ja, komm, ackern, Leute. Ein Tor brauchen wir mindestens.
Ja, da ist wieder keiner. Das ist so geil. Da geht keiner mit. Hauptsache mal reinwechseln. Ja, natürlich. Ah, schade. Im Moment haben wir wirklich überhaupt keine Schnitte gegen die. Oh, was machst du? So, komm. Eine Minute noch. Schieß doch! Oh. Komm, irgendwie... Nein, da hatte ich ihn. Aber am Ende reicht's nicht. Zumindest nach zwei Dritteln. Ein Drittel haben wir noch. 1-0 steht's für die Gastgeber aus Draka. Und wir dürfen gespannt sein. Eieieiei, Freunde. Ein Drittel noch, ein Tor brauchen wir noch. Und das entwickelt sich hier wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was die anderen machen. Das wird immer noch ganz interessant. Aber es ist keiner schlecht, denn jede Mannschaft, die sich jetzt qualifiziert hat, die haben ihre Liga gewonnen. Also man kann nicht sagen, boah, die ist schlecht, die ist gut. Nee, nee. Das geht also absolut gar nicht. Boah. Und die haben keine Chance aktuell. Aber mal so wirklich überhaupt nicht. Null. Und vor allem die Schussstatistik, ich glaube, die haben öfter aufs Tor geschossen als wir. Und dann flutscht der Puck da so durch und der geht einfach so hin. Ja, ja. Probier es mal mit einem Direktschuss. Vielleicht. Ich werde aber auch jedes Mal an dem Schuss gehindert. Nee, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder Richardson. Hey. Weißt du, wenn du dann auch jedes Mal in Unterzahl spielst, jedes Mal vom Tor macht er so eine Kacke. Also das Spiel läuft gerade überhaupt gar nicht. Drittes Überzahlspiel. Und jetzt darf ich wieder 2 Minuten draußen sitzen. Das ist genauso bescheuert. Die Strafe für ein Teammate ist gleichzeitig auch eine Strafe für mich. Naja. So wird's nix natürlich. Aber... Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Mir ist es eigentlich, ich reg mich da nicht auf. Bringt alles nichts. Wenn wir rausfliegen, beziehungsweise wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es einfach nicht. Fertig aus. Wäre zwar schön. Ich für meinen Teil werde alles geben, aber wenn die Mannschaft nicht mitmacht, dann whatever. It's not my fault. Ja, sehr gut. Dejeno auf Vella. 45 Sekunden noch in Unterzahl. Keinen zweiten Gegentreffer kriegen, das wäre misslich. Weil dann ist es wirklich... Ich glaube, dann ist es wirklich aus. Einer ist schon schwer genug. Aber zwei werden wir in dem Spiel wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Dementsprechend anstrengend, Freunde. Und nächste Woche, morgen am Montag und am Dienstag, sehen wir also die letzten beiden Spiele dann dieser Liga. Hier es dann in die Viertelfinale bzw. Halbfinals bzw. Finalrunde geht. So, auf geht's. Komm jetzt aber. Boah. Und dann komme ich nicht dran. Das kannst du knicken einfach. Das Spiel, das kannst du haken. Abhaken und ans nächste denken. Das wird nichts mehr. Weil, wie das machst vorne, das merkt man einfach. Und ich merke das extrem. Kutener 8 Schüsse, die 16 Schüsse. Also das sagt doch schon das nächste aus. Na, was willst du da machen? Ja, dann spielen die hier so mit einer Leichtigkeit. Wow!
mit einer Leichtigkeit fast ins eigene Tor. Aber du kriegst ja den Puck nicht. Komm jetzt, Alter. Schieß oder spiel oder mach was. Tor 1-1. Hier ist Mann. Und was für ein Ding hier. Am Schluss noch der Druck und Colin Schürrle macht 1-1. Oh, und ich habe den Assist gemacht. Wahnsinn, damit hätte ich echt nicht mehr gerechnet. Bams, und ich glaube, die haben damit auch nicht mehr gerechnet. Die waren schon so, wir haben sowieso mehr Schüsse aufs Tor, wir haben sowieso alles unter Kontrolle. Und da kommt dieser Schuss. Und es steht hier 1-1. Was für ein Spiel. Also fast 59 Minuten lang haben die uns hier wirklich unter Kontrolle. Und dann in der letzten Minute, Bams, jetzt nur aufpassen, nur aufpassen. Jetzt haben wir alles in der Hand. Es geht dann auf jeden Fall in die Verlängerung. Unentschieden gibt's keine. Vorsichtig, nicht so ein Pass. Was macht ihr denn da hinten, meine Fresse? Und das ist das, was ich dann immer sage. Das gibt es einfach nicht. So ein Drecksscheiß. Aber es war klar, das Spiel hat eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, Freunde, eigentlich gewinnen die, von dem her, ja, misslich, dass ich dann raus musste, aber wäre wahrscheinlich genauso passiert. Ja, komm ey, was ist das? Raus jetzt. Jetzt machen wir es mit der Brechstange. Boah, ist klar. Okay, das war's. Oh, der Torhüter ist raus. Eieiei. Ja, das war's. Gute Nacht, Freunde. La da 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 da. Unsere Aufholjagd wurde nicht belohnt. Naja, scheißegal. Wie gesagt, aufregen bringt sowieso nichts. Das Spiel, das hat's vorher gesehen. Und klar, dass sie dann noch das Tor machen müssen. Ist logisch. Auftaktniederlage in der Finalrunde gegen die Drakars. Und jetzt heißt es also für uns, wenn wir uns Spiele sparen wollen, zumindest mal eins, sollten wir auf jeden Fall auf Rang 2 kommen. Natürlich haben wir noch die Möglichkeit, auf Rang 1 zu kommen, aber da muss die Konstellation schon richtig krass sein und die dürfen ihre Spiele nicht gewinnen. Also da muss man viel rechnen, viel überlegen und viel machen, um da überhaupt noch wissen. Das werden wir erst nach dem zweiten Spiel sehen, vorausgesetzt wir gewinnen es. Dann können wir so ein bisschen in der Tabelle gucken und sagen, okay, es wird noch reichen oder es wird nicht mehr reichen, aber das war mehr als misslich. Da holst du schon eine Minute vor Schluss auf und dann kriegst du noch so ein Ding, weil die in der Defensive wieder so desaströs aufpassen. Ist schon schade eigentlich, aber naja. Wie gesagt, nicht aufregen. Und morgen geht's weiter gegen die Halifax Mooseheads, glaube ich, so heißen die. Halifax auf der 2. Heißt also, und die haben ihre beiden Spiele schon gewonnen, hier sehen wir es schon. Und die Rangers, die haben es noch nicht gewonnen. Also wir müssen jetzt gewinnen gegen Halifax, um erstmal punktgleich zu sein und dann das letzte Spiel auch. Also es wird richtig, richtig spannend weiterhin. Wenn euch der Part gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da und so. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Bloody LP.